Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Wie schon bei der Einbringung des Gesetzesantrags der CDU spielt das Thema Schuldenbremse ja eine markante Rolle insofern, als das vorgesehene Ende dieser verbindlichen Finanzplanung das Jahr 2020 ist. Und das ist auch gut so. Das ist zunächst mal deshalb gut so, weil, und da referenziere ich mal auf den Kollegen Hahn bei Einbringung des Antrags hier am Rednerpult, als er da sagte, was bitte brauchen wir mehr als das Grundgesetz? Da brauchen wir doch keine weitere Finanzplanung, die dann verbindlich ist. Denn was Verbindlicheres als das Grundgesetz gibt es ja nun nicht. Es geht aber gar nicht um ein Endziel hier, 2020, Einhaltung der Schuldenbremse, sondern es geht darum, wie das erreicht wird. Es geht vor allen Dingen darum, eine erhöhte Planungssicherheit und Verlässlichkeit für die Bürger zu schaffen, für Unternehmen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beamte des Landes und so weiter. Es geht um Sicherheit und Planbarkeit für Wirtschaftssubjekte jedweder Art. Von entscheidender Bedeutung ist dies und beeinflussend auch, was die Investitionsneigung und die Binnennachfrage der Bevölkerung im höchsten Maße ist. Eine verbindliche Finanzplanung bis 2020 würde darüber hinaus die Glaubwürdigkeit der Landesregierung beim Abbau oder beziehungsweise bei der Planung im Rahmen des Abbaupfads hinsichtlich der Neuverschuldung unterstreichen. Und jetzt komme ich mal zum ganz entscheidenden Punkt. Der Finanzminister, der heute vertreten wird hier im Hause, stellt sich egal wann vor jedes Mikrofon und auch hier ins Plenum und sagt, die Landesregierung wird die Schuldenbremse einhalten im Jahre 2020. Wie er das macht, das sagt er nur bis zum Jahr 2018. Es ist also die Frage, er kann es nicht. Er kann es nicht. Es ist also die Frage, was erzählt der Finanzminister? Ist es ein Glaubensbekenntnis? Ist es eine Absichtserklärung? Oder ist es ein Ratespiel? All das wissen wir nicht. Wir wissen nur eins. Der Nachhaltigkeitsbericht, auf den auch der Kollege Mustafizadeh hier eingegangen ist, weist relativ eindeutig aus, dass am Ende, und das weist auch die mittelfristige Finanzplanung zumindest insofern, als Szenarien entwickelt sind, die über 2018 hinausgehen, aus, am Ende circa 0,8 bis 1 Milliarde Euro negativ fehlen wird, um das Ziel der Schuldenbremse einzuhalten. Und das ist doch ein ganz entscheidendes Kriterium. Wenn wir also von der Geltung des Grundgesetzes ausgehen, dann sollten wir diesem grundgesetzlichen Anspruch doch auch hier im Hause so weit Rechnung tragen, dass wir sagen, wie wir dieses Ziel, was der Finanzminister immer proklamiert, dass er es einhalten werde, auch tatsächlich erreicht. Und dazu gibt es eine Zwischenfrage, Herr Kollege, von Herrn Kollegen Mustafizadeh. Ja, bitteschön. Herr Schulz, danke, dass Sie die Frage zulassen. Ich habe nur einen Punkt, der mir im Ausschuss aufgefallen ist und jetzt noch mal aufschlägt. Sie bemängeln ja gerade, dass der Finanzminister nicht klarstellt, wie er die Schuldenbremse einhalten will und dass die Ausgaben so hoch sind. Warum wollen Sie dann 400 Millionen Euro allein durch Ihre Anträge mehr ausgeben? Also die Frage, Herr Mustafizadeh, beantworte ich gerne, sehr gerne. Bitte? Also doch, ja, gut. Also, dann gehe ich gerne auf Ihre Frage ein, Herr Kollege. Die Frage, die sich hier stellt, ist doch die der Finanzplanung und nicht die, wie Ausgaben des Landes hier und jetzt begründetermaßen finanziert werden. Das musst du doch mal ganz klar sagen. Denn die Anträge, die Sie noch zur dritten Lesung des Haushalts 2015 stellen werden, sind in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 noch gar nicht enthalten. Werden diese Ausgaben addiert? Werden diese nachgebessert? Oder wie sieht das aus? Was ist mit der Richterbesoldung, die möglicherweise im Februar noch hinzukommt? Was ist mit der Grundsteuer? Was ist mit der Grundsteuer, die möglicherweise kippt? Was ist mit der Grundsteuer, nicht Grunderwerbsteuer, die möglicherweise demnächst komplett kippt, wodurch die Kommunen
unter Umständen erheblich belastet werden, wodurch wiederum das Land in Hinblick auf die Verpflichtung gegenüber den Kommunen in die Pflicht genommen sein wird und darüber hinaus mehr Ausgaben tätigen muss. Herr Mustafizade, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Ihre Frage in Ehren, aber wie das finanziert werden soll, darüber unterhalten wir uns sicherlich nicht hier zu diesem Antrag, sondern an anderer Stelle. Und da möge bitte auch SPD und Grüne sich dann besonders Gedanken machen, was die mittelfristige Finanzplanung bis 2018 angeht, ob diese dann um die entsprechenden Antragshöhen und Summen, die dann in der dritten Lesung noch hier auf den Tisch kommen werden, entsprechend angepasst werden. Kommen wir also nunmehr zurück zur Frage der Nachhaltigkeit und des Nachhaltigkeitsberichts, auf den hier rekurriert wurde. Im Nachhaltigkeitsbericht ist nämlich nichts davon zu lesen, dass die Schuldenbremse 2020 eingehalten werden kann, weil das nur dann möglich ist, wenn ein Top-Score-Szenario angenommen wird. Und dieses ist abhängig davon, dass ein außerordentlich hohes wirtschaftliches Wachstum erzielt wird. Umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, lassen wir die Inflation galoppieren, nicht wahr, Herr Witzel? Das sagten Sie, glaube ich, beim letzten Mal. Lassen wir die Inflation galoppieren, dann kommen wir eventuell auch dahin. Nur das Entscheidende dürfte nach wie vor sein. Die bisherige fiskal- und finanzpolitischen Ansätze der Landesregierung, die man nur mit den Adjektiven flickschusternd, irrlichternd und hinterherrennend bezeichnen kann, würde doch eine Finanzplanung, die als halbwegs wenigstens verbindlich anzusehen ist, nur gut zu Gesicht stehen. Solange das nicht der Fall ist, irren insbesondere die Menschen in diesem Lande umher mit ihren Investitionsentscheidungen, irren die Unternehmer und Unternehmerinnen im Lande umher mit ihren Investitionsentscheidungen und irren auch wir hier im Hause umher, nicht wissend, was die Landesregierung möglicherweise noch in der Schublade hat, was denn eventuell noch an irgendwelchen Horrorszenarien hier im Hause auf das Pult kommt, von dem wir überhaupt nicht wissen, wie wir das finanzieren werden, wie Sie das vor allen Dingen finanzieren werden. Da stellt sich also nicht die Frage, ob die Beträge, die die Piraten hier im Haushaltsverfahren bisher als Änderungsanträge gestellt haben, finanziert werden können. Denn diese sind zu mehr als zwei Dritteln bereits aus den laufenden Zusagen des Bundes heraus und auch aus den bereits in Aussicht gestellten Finanzierungsmitteln seitens des Landeshaushaltsgesetzgebers gedeckt. Vielen Dank für Ihren Ansatz. Ach so, Entschuldigung. An dieser Stelle möchte ich selbstverständlich darauf hinweisen, dass wir dem Antrag, ja, Herr Präsident, ich komme mit dem letzten Satz zum Ende, dass die Piratenfraktion dem Antrag der CDU hinsichtlich der Finanzplanung bis 2020 zustimmen wird. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.